Polizei droht Engpass bei Cup-Finale, Liverpool und Tottenham jubeln in der Champions League und Tina Maase mit schweren Vorwürfen gegen ehemaligen ÖSV-Trainer. Das sind unsere heutigen Themen. Herzlich willkommen aus dem Krone AT Sportstudio. Seit Dienstag ist es fix. Klagenfurt ist der Schauplatz des Cup-Finales 2019. Meister Salzburg und Rapid matchen sich am 1. Mai im Wörthersee-Stadion um den Titel. Die Freude bei der Kärntner Polizei hält sich aber in Grenzen. Denn die kurzfristige Verlegung der Austragungsstätte schafft ein neues Sicherheitsproblem. Es droht ein Engpass bei den Sicherheitskräften. Zumal angesichts des Feiertages ein enormer Fanansturm zu erwarten ist. Vorjahresfinalist Liverpool ist auch heuer auf dem besten Weg ins Halbfinale der Champions League. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp besiegte im Viertelfinal-Hinspiel an der Anfield Road den FC Porto mit 2:0. Im zweiten Spiel feierte Tottenham Hotspur einen überraschenden 1:0-Heimsieg gegen Manchester City. Die Rückspiele finden am 17. April statt. Die ehemalige Skiheldin Tina Maase sorgt für Aufsehen. In den sozialen Medien äußerte die Slowenin harte Kritik an Ex-ÖSV-Trainer Janez Slivnik. Er habe fast ihre ganze Karriere zerstört, schimpfte Maase via Twitter. Eine genaue Erklärung dazu lieferte sie aber nicht. Der ÖSV hatte sich erst vor kurzem vom slowenischen Coach getrennt. Man hofft auf einen neuen Impuls bei den Riesentorlaufherren. Salzburg hat im Halbfinale der Erste Bank Eishockeyliga gegen die Vienna Capitals ein Entscheidungsspiel erzwungen. Die Bullen behielten vor Heimpublikum nach 2 Tore Rückstand noch mit 3:2 nach Verlängerung die Oberhand. Damit stellten sie in der Best-of-Seven-Serie auf 3:3. Der Showdown um das Finale steigt am Freitag in Wien. Basketball-Superstar Dirk Nowitzki wird seine ruhmreiche Karriere nach dieser NBA-Saison beenden. Das kündigte der 40-jährige Profi der Dallas Mavericks nach dem letzten Heimspiel gegen Phoenix an. Er wird als bisher bester deutscher Basketballer in die Geschichte eingehen. Vor 8 Jahren führte Nowitzki die Mavs zu seinem ersten und einzigen Titelgewinn in der NBA. 2007 wurde er sogar als wertvollster Spieler der Liga ausgezeichnet. Das waren die wichtigsten Sportinfos. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.